Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zu reaktiven Systemen. Und in dem starten wir mit der testgetriebenen Entwicklung. Wir haben uns in diesem Semester ja vorgenommen, möglichst hohe Test-Coverages zu erreichen. Und dann müssen wir die reaktiven Systeme natürlich gleich so bauen, dass sie testbar sind. Deswegen starte ich hier bei der Erklärung des ersten Test-Cases gleich mit dem reaktiven System. Deswegen wechseln wir jetzt wieder ins IntelliJ, um uns das mal genauer anzuschauen. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen unser reaktives System jetzt testen, und zwar automatisiert mit dem Unit-Test. Wir wollen im Grunde dieses Red-Green-Refactor, was Sie vielleicht schon kennen, mal durchspielen und das mit unserem reaktiven System machen. Was können wir jetzt tun? Vielleicht, wir sind schon in der Lage, was zu tun. Warum sind wir das? Wir schauen ganz kurz in die Build.gradle-Datei rein. Ich habe ja das in einem der ersten Videos einfach generiert mit IntelliJ. Und was der dankenswerterweise schon getan hat, ist, er hat zwei Sachen gemacht. Und zwar erstens hat er das neue JUnit mit eingebunden, also das JUnit 5. Also das werden wir verwenden jetzt in den nächsten paar Videos. Und er hat es dem Gradle gesagt, bitte in der Testphase verwende die JUnit-Plattform. Also die beiden Sachen sind zwingend erforderlich, sonst funktionieren die Unit-Tests nicht. Das ist aber, wenn Sie einfach ein neues Gradle-Projekt mit Java erzeugt haben, ist das automatisch eingebunden. Also deswegen funktioniert überhaupt alles, was wir machen. Dieses Test-Implementation und Test-Runtime-Only sorgt auch dafür, dass die beiden Bibliotheken eingebunden sind, können Sie sich auch klar machen, wenn Sie hier External Libraries mal anschauen und das aufmachen. Sie sehen jetzt hier, dass JUnit Jupyter API 5.6 ist drin und noch einige abhängige APIs, wie zum Beispiel der JUnit Engine von Jupyter, den sehen Sie da, und noch gewisse Sachen, Bibliotheken, die diese Oberbibliotheken angezogen haben. Also das sind Bibliotheken, die beiden brauchen, damit sie funktionieren. Also Sie sehen sehr schön, diese Dependencies in Gradle haben zum Nachladen von den Bibliotheken und zur Einbindung ins Projekt geführt. So, das heißt, jetzt ist es Zeit, das heißt, jetzt sind wir in der Lage, unseren wundertollen ersten fantastischen automatisierten Software-Test zu schreiben. Wir machen das so teilautomatisiert, deswegen habe ich auch IntelliJ, weil das also IntelliJ hat wirklich den Eindruck, als ob das Entwickler also nachgedacht hätten bei dem ganzen Feature-Umfang. Also da geht sehr viel automatisch. Das führe ich Ihnen kurz vor. Ich drücke die Alt-Taste. Das ist ein Windows-System, also vielleicht ist es auf dem Mac oder auf dem Linux-System anders. Also ich drücke die Alt-Taste, drücke Return. Und dann bietet er mich ein Kontextmenü an und da kann ich hier einfach automatisierten Test schon erzeugen. Das ist natürlich wunderhübsch, muss ich nicht viel machen. Create Test. So, jetzt gebe ich dem guten Test-Ding Namen. Da die Klasse Reactive System hieß, heißt jetzt der Test Reactive System Test. Und hier oben ist auch schon der Unit 5 ausgewählt, weil ich das eingebunden habe. Und ich teste jetzt mal, ich habe ja nichts anderes zum Test, ich will die Main-Methode testen. Ob das so sinnvoll ist, werden wir dann gleich sehen. Okay, machen wir okay. So, schwupp. Jetzt habe ich hier den ersten Test eingebunden. Er behauptet, es wäre eine Testmethode. Daran erkennen Sie ab JUnit 4 ja, was ein Testfall ist, indem Sie hier die Java-Annotation Test drüber haben. Und Klasse, die er hier erzeugt hat, die finden wir im Unterverzeichnis Test. Vielleicht, wenn Sie in einem der vorherigen Videos aufgepasst haben, war ja klar, Gradle und auch Maven teilen ja die Codebase auf in zwei separate Unterverzeichnisse. Den Produktivcode, der sitzt im Unterverzeichnis Main, und der Testcode im Unterverzeichnis Test, sodass Sie Test und Produktivcode separat behandeln können. So, jetzt haben wir unseren ersten super tollen JUnit-Test schon erzeugt. Den können wir jetzt mal laufen lassen. Run-Test. Müsste eigentlich funktionieren. Sie sehen, hier im Hintergrund läuft Gradle los. Also das heißt, Gradle ist auch dafür verantwortlich, die Unit-Tests auszuführen. Das ist wichtig, weil wir später ja auch mit Gradle und anderen Werkzeugen in der Continuous Delivery Pipeline die Tests ausführen wollen. Deswegen ist es hier wichtig, dass Sie im IntelliJ schon mit Gradle arbeiten. Und er sagt hier, Main vollkommen toll, erfolgreich. Ja, ist kein Wunder, wir haben ja auch noch nichts überprüft. So, jetzt kann man, ich führe Ihnen kurz vor, wie JUnit normalerweise funktionieren würde. Das heißt, Sie würden hier sowas machen wie Assertion. Das ist eine Assertion. Sie sehen hier, das sind so die
Das ist sozusagen eine Klasse mit einem ganzen Haufen statischer Methoden. Das kann man sich nachher mit so einem statischen Import vom Hals halten. Hier, das sehen Sie hier auch schon, Import Static Assertions. Ich führe es jetzt hier nochmal vor. Da kann man sozusagen die Überprüfung machen. JUnit ist ja immer ein Testfall, ist ja immer, Sie rufen das System under Test auf und überprüfen dann, ob das, was das System produziert hat, Ihrem Erwartungswert widerspricht, und das schreiben Sie halt in die Assertions rein. Ich mache jetzt hier mal Assertions Fail, wird es ja geben. So, wenn wir, das heißt also, die stürzt ab, weil alles nicht implementiert ist, lassen wir den mal laufen. Und Sie sehen hier auch die ganz klassische Reaktion, wenn ein Unit-Test nicht funktioniert. Das ist das klassische Red sozusagen von Red-Green-Refactor. Der Test ist durchgefallen, weil wir noch nichts Sinnvolles getestet haben. Und wir haben hier so ein paar sinnfällige Informationen, was schiefgegangen sein könnte. Jetzt ist natürlich wie die Methode noch sehr schlecht benannt. Main ist jetzt kein besonders guter Name für eine Testmethode. Und wir können also da noch einen aussagekräftigen Namen vielleicht vergeben und uns überlegen, was soll denn der überhaupt testen? Also machen wir vielleicht mal einen aussagekräftigen Namen dazu. Display Name. Das ist so eine neue Annotation. Ab JUnit 5. Was wollen wir testen? Should add Hashi. Das war ja das, was mein tolles reaktives System tun sollte. Das hat einfach Hashi ergänzt. Und dann nennen wir die Methode auch um. Das heißt, die nennen wir jetzt auch mal Should add Hashi. Das ist ja die Funktion von meinem reaktiven System. Ich gebe was ein und dann klebt ein Hashi dran. So, lassen wir das nochmal laufen. Wenn wir den jetzt laufen lassen, müssten wir eigentlich eine etwas bessere Fehlermeldung bekommen. Jetzt habe ich nämlich hier ein Display Name ergänzt, das ist ein neues Feature ab JUnit 5. Und Sie sehen, jetzt nörgelt er hier und sagt, also should add Hoshi ist verkehrt. Jetzt wollen wir natürlich unser tolles System testen. Das heißt, jetzt machen wir das, was man tun wollte. Jetzt wollen wir ja was aufrufen. Schauen wir mal in unser reaktives System rein. Das Einzige, was wir aufrufen könnten, ist Main. Und wenn wir jetzt da ein Assert machen wollen, dann müssten wir jetzt sozusagen dem Main ein paar Parameter auf der Kommandozeile übergeben, also ein String Array. Und naja, blöd, wir können keinen Rückgabewert testen. Also wir sind gar nicht in der Lage, ein Assert zu machen, weil das Ding einen Void hat. Und wir sind auch schon zu zweit nicht in der Lage, einen gescheiten Unit-Test zu machen, weil wir hier ständig Ein- und Ausgaben drin haben. Also das tolle reaktive System hier ist zwar ein tolles reaktives System, das Ding ist aber nicht testbar. Und das ist ein ganz beliebter studentischer Fehler am Anfang, dass man so eine While-True-Schleife schreibt und dann da Ein- und Ausgaben und sowas alles reinbaut. Und man hat im Grunde keinen Einstiegspunkt für einen Unit-Test. Also ich kann Unit-Test, ich brauche eine Funktion, die muss ich aufrufen können, der kriegt ein paar Parameter rein und es kommt ein Ergebnis raus. Wenn ich das nicht machen kann, habe ich schon Schwierigkeiten mit dem Test. So, was kann ich mir hier anschauen? Ich kann mal hier in das Innere von der While-True-Schleife gucken und mir überlegen, naja, vielleicht kann ich irgendwas auslagern und das dann separat testen. Also was ich hier beispielsweise anbieten würde, das ist am einfachsten, weil wir uns hier mit Streams noch nicht auseinandergesetzt haben, habe ich jetzt hier so bei dem ersten, bei der letzten Zeile kaum eine Chance, bei der mittleren aber schon. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal gucken, kann ich nicht vielleicht das, was Sie da sehen, einfach als Methode auslagern. Dann kann ich die Methode testen. Und das führe ich Ihnen jetzt vor, wie das geht. So, also ich habe jetzt hier eine Teilfunktion und was Sie jetzt machen, um das testbar zu machen, ist, man kann versuchen, die Sachen auszulagern als eigene Methode. Da unterstützt uns die Refactoring-Theorie von Herrn Fowler ganz toll. Wir können ihm hier sagen, und das ist auch in IntelliJ implementiert, Refactor Extract, und da kann ich hier sagen Extract Method. Dann guckt ihr schon mal nach, wie sind die Parameter und macht hier einen Vorschlag auch für die Methodennamen. Ich nenne die Methode mal add Hoshi. Sage Refactor. Sie sehen, was der jetzt hier automatisch gemacht hat. Der hat sozusagen die Zeile hier ersetzt durch den Methodenaufruf und hat den Rumpf, der ist jetzt nicht besonders spannend, weil mein tolles reaktives System noch nicht so spannend ist, hat er eine eigene Zeile ausgelagert. Und das heißt, jetzt habe ich hier eine Methode addHoshi und jetzt ist der große Vorteil von dieser Konstruktion, addHoshi kann ich jetzt testen. Das heißt, jetzt habe ich aus dieser Endlosschleife, aus der Main-Methode einen Teil rausgezogen, den ich jetzt separat aufrufen kann. Und so würden wir jetzt eigentlich Stück für Stück so nicht testbaren Code testbar machen, indem wir einfach Teile auslagern, die man irgendwie mit Parametern aufrufen kann und wo man Rückgabewert überprüfen kann. Und so machen wir das System Stück für Stück testbarer.
So, das heißt, jetzt können wir mein Should at Hoshi überprüfen. Das heißt, ich rufe das mal auf erstmal. Das heißt, ich sage hier String with Hoshi ist gleich reactive system. Jetzt kann ich das nicht aufrufen. Er hat natürlich beim Refactoring gesagt, das sei eine Private-Methode. Das ist auch vernünftig. Ich habe hier so eine interne Methode ausgelagert. Das heißt, jetzt müssen wir da so ein bisschen die sozusagen die Schutzrechte auflösen. Was jetzt hier vielleicht relativ sich erstmal anbietet, ist vielleicht ein Package Private zu machen. Also das heißt, ich lösche jetzt hier einfach mal das sozusagen den Klassifizierer weg. Und wenn ich das mache, ist der Test Case, den ich generiert habe, der ist ja im selben Package drin. Obwohl die verschiedenen Verzeichnisse sind, ist ja trotzdem dasselbe Package generiert worden. Und insofern kann ich jetzt auf die Methode doch zugreifen, wenn ich sie Package Private mache. Also kann ich hier dann Add Hoshi aufrufen, gebe dem irgendeinen Teststring, sagen wir mal Test. So, und jetzt habe ich sozusagen das System an der Test aufgerufen. Ich habe das Resultat, das heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Assert. Das heißt, ich sage jetzt hier Assertions, Assert equals und da gebe ich dem jetzt einfach die beiden Parameter mit, und zwar das with Hoshi, und dann brauchen wir noch den Wert, den wir da erwarten. Da erwarten wir ja, das ist actual, genau, ist gut, dass IntelliJ diese Ergänzung hat. Also with Hoshi ist die Ergänzung. Jetzt machen wir das Test-Orakel noch dran. Das heißt, was würden wir erwarten? Da erwarten wir natürlich Test, Komma, Hoshi, Ausrufezeichen. Oder? Gucken, der hängt hier ein Hoshi dran mit Ausrufezeichen. Komma, Leerzeichen, Hoshi, Ausrufezeichen. So, jetzt haben wir unseren ersten Unit-Test mit dem refactorten Werkzeug programmiert. Ich lasse den jetzt mal laufen. Run Reactive System Test. Der müsste jetzt eigentlich durchlaufen. Ich habe noch einen kleinen Fehler beim Testfallschreiben gemacht. Test Hoshi. So, machen wir nochmal. Jetzt müsste es gehen. So, jetzt haben wir so den ersten Zyklus durch. Von Red Green Refactor. Das heißt, ich habe eine Testmethode geschrieben, die ist gefailed, weil natürlich die Funktion noch nicht da war. Dann habe ich den Anwendungsfall programmiert. Ich habe nämlich hier also das System testbar gemacht und hier die sozusagen die Methode, die wir testen wollen, erzeugt, indem ich sozusagen die rausgebrochen habe aus der Main-Methode, und dann habe ich die hier in dem Testfall geprüft, und jetzt haben wir sozusagen, sind wir wieder auf Green. Sie sehen das jetzt hier, lauter grüne Haken. So, und jetzt kann man, wenn man da jetzt mal den Startpunkt gefunden hat, jetzt kann man Stück für Stück sozusagen Unit-Test für Unit-Test den Funktionsumfang des reaktiven Systems aufbauen. Achten Sie immer darauf, dass alles, was Sie in Endlosschleifen schreiben würden oder was mit I.O. zu tun hat, irgendwie aufgebrochen ist, sodass Sie damit Test-Cases rankommen. Denn sonst erreichen Sie die Test-Coverage nicht, und ansonsten haben Sie auch eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit in dem System drin. So, das war unser erster Unit-Test. Jetzt bauen wir im nächsten Video noch die Ausführung der Unit-Tests in die Build-Pipeline ein. Und damit haben wir schon mal so eine erste Möglichkeit, sozusagen die Unit-Tests automatisiert auszuführen. Und wir befassen uns danach auch mit der Test-Coverage. Bis gleich.